Susanne Zeller-Hirzel, Sie sind das letzte noch lebende Mitglied der Weißen Rose. Sie haben damals Widerstand geleistet gegen die totalitäre Ideologie des Nationalsozialismus. Jetzt engagieren Sie sich bei der Bürgerbewegung Pax Europa, ebenfalls gegen eine Ideologie. Welche Parallelen würden Sie denn ziehen zwischen dem Nationalsozialismus und dem Islam? Ja, in gewissem Sinn, ja. Das ist einfach die Machtfrage, die es verbindet hauptsächlich. Jeder will die ganze Macht über den Menschen haben. Der Islam und der Nationalsozialismus ebenso. So denke ich. Und die Religionen, besonders Islam, macht natürlich eine Staatsreligion, noch viel mehr als die Nazis. Sie haben ja zugleich, die Muslime sind auch zugleich die Offiziere, etwa sind auch Feldherren, eine Moschee ist auch ein Rathaus, nicht nur eine Kirche. Und das ist einfach anders, weil der ganze Auftrag im Islam an die Priester und an die Menschen ist anders als in der Kirche. Wie ging dann Ihre Beschäftigung mit dem Thema Islam weiter? Ich habe ein Buch in die Hände bekommen, ich weiß nicht mehr wie, vielleicht auch bestellt, weil ich immer wieder mit Verlage die Zuschriften bekommt vom Rechtsverlag. Der hat etliches rausgebracht über den Islam. Und da habe ich das Buch von Marc Gabriel, Thema Islam, gekauft. Das habe ich immer da und vielfach verschenkt. Und der war Imam in Kairo und hat einfach ein ganz kräftiges Erlebnis gehabt. Er war bei seiner Apothekerin und die haben ihm gesagt, lesen Sie mal die Bibel. Und da hat er in einer Nacht, wie er sagt, habe ich Jesus lieben gelernt und ist einfach sich schnell entschieden. Er hat in seinem Buch, das wo er das beschreibt, sehr auf einfache, schlagende Weise erklärt, was der Islam ist, was er will. Und ich finde, das Allerschlimmste ist, das Allergefährlichste ist, dass er sagt, man soll und darf lügen, wenn es die Macht des Islam betrifft. Vermehrt. Wenn es die Macht des Islam vermehrt, soll man lügen und darf man lügen. Das ist schon eine gefährliche Sache. Das müssen sich mal alle Deutschen und Christen hier gut hinter die Ohren schreiben. Haben Sie das Gefühl, dass sich in Deutschland und Europa eine Entwicklung der Islamisierung vollzieht? Das denke ich schon, weil meine Sicht ist ja sehr begrenzt. Sehr begrenzt, aber ich lese Bücher vom Ulf Kotte, der legt ja Zahlen vor, ist ja atemlos beschäftigt aufzuklären. Er schreibt ja alles sehr locker. Aber ich glaube ihm die Zahlen, die stimmen schon bei ihm. Und ich möchte das ist eigentlich das Beste, was ich verbreiten kann in meinem Bekanntenkreis. Aber ich habe noch nicht bemerkt, dass jemand schockiert war. Ich merke nichts. Unterhalten Sie sich auch mit Freunden, Bekannten und Verwandten über das Thema Islam? Erstaunt, zu wenig Angst die Leute haben. Zu wenig Angst. Es ist einfach, das Thema ist noch nicht so sehr an der Oberfläche, finde ich. Zu wenig Islam.